Ich glaube, dass viele Menschen das Bild von Latex und Leder und so weiter haben und von ekligen, dicken Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben. Also ich stelle mir Leute, die zwingen so vor, dass sie einfach eine offene Beziehung führen, dass es keine Eifersucht gibt. Dass Männer dastehen und sich einen runterholen und wichsen. Und ich muss leider sagen, ich hab's auch immer bei jedem Besuch gesehen. Und dass dann, wenn echt nicht viel los war, immer dieses, ich muss jetzt noch einen abdrücken, ne? Vielleicht so alte Menschen, die einfach Langeweile haben, Frauen, die verzweifelt sind. Ich würde mal sagen, ganz normale deutsche Mittelklasse, der Mann von nebenan, der Nachbar. Ich halte sehr viel von Leuten, die swingen gehen, weil die wissen, was ihre Bedürfnisse sind oder eventuell vorlieben oder vielleicht offen für was Neues sind. Ich halte von Swinger gar nichts. Ich finde, wenn man schon einen Partner hat, dann soll man entweder mit dem Partner Sex haben oder mit gar keinen. Das wäre nichts für mich. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch sehr schnell ausarten kann und eine billige Note bekommt, also wo es einfach nur noch ums Ficken geht. Mich würde es reizen, auch mal swingen zu gehen, weil ich definitiv auch Fantasien davon habe, zum Beispiel Partnertausch oder so Geschichten. Andere gehen Bier trinken, ich war im Swingerclub, so sag ich immer. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel, und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?